Also Sie haben schon immer diesen Eindruck erweckt, dass das Thema Nebenwirkungen eigentlich gar kein Thema ist. Na, das ist nicht richtig. Alles in allem sind diese Nebenwirkungen sehr selten, insbesondere die schweren Nebenwirkungen. Zunächst einmal, diese Schicksale sind absolut bestürzend und jedes einzelne Schicksal ist eins zu viel. Und das Post-Vec-Syndrom bezeichnet man ein Syndrom, wo nach der Impfung die Menschen sich nicht so gut konzentrieren können wie vorher. Warum haben Sie, Herr Lauterbach, im Sommer 2021 noch behauptet, dass die Impfung nebenwirkungsfrei sei? Naja, das war eine Übertreibung, also die ich da einmal in einem missglückten Tweet gemacht habe. Also in der Regel ist es so, dass ich mir genau überlege, was ich twittere, aber das ist sehr selten. Weniger als einer von 25.000 entwickelt überhaupt die, also Komplikationen. 1 zu 10.000, da kann man jetzt sagen, das ist viel und man kann sagen, es ist nicht so viel. Es gibt auch keine Impfungen, die jemals so gut in Bezug auf ihre Nebenwirkungen untersucht worden sind wie die Covid-Impfungen. Und wir bekommen ja jetzt auch langsam ein klareres Bild. Also ich habe es ja eben gesagt, also die Zahlen waren mir ja all die Zeit bekannt. Also nicht gering. Das ist eine Nebelkerze, so ist es nicht. Ich war auch selbst Impfarzt. Es ist nebenwirkungsfrei oder fast nebenwirkungsfrei. Wir haben genug Impfstoff, die Impfstoffe sind gut. Da mussten Sie später dann zugeben, das war eine glatte Fehleinschätzung. Wie oft, Herr Lauterbach, passiert Ihnen das? Also statistisch gesehen nicht allzu oft. Das sind schwerste Einschränkungen und davon wird auch einiges permanent sein. Von daher ist das schwierig. Es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt. Ich würde dann versuchen, die Ungeimpften zur Impfung zu zwingen, indem ich sage, also ihr könnt sonst könnt ihr nicht raus. Und die Menschen tun mir ehrlich gesagt auch sehr leid. Ich glaube, dass wir den Kindern das Impfangebot machen sollten. Es gibt Hinweise darauf, dass die Impfung unter Umständen eben nicht nur gesund ist für die Kinder. Somit wir reagieren schon darauf, wenn wir ein Problem sehen bei der Impfung, dann wird das gelöst und die Impfung wird angepasst. Die Impfstoffe, die nicht so gut sind, die werden dann auch nicht mehr genutzt. In Amerika und in Kanada wird die Impfung ja bei 16- bis 18-Jährigen schon lange gemacht. Und da haben wir bisher keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gesehen. Und gestern habe ich noch mal auf, bitte. Das ist nicht richtig. Also welche schwerwiegenden Nebenwirkungen würden Sie denn hier vortragen? Myokardentzündung finde ich schon eine schwerwiegende Nebenwirkung. Ich kann nicht spekulieren, das ist nicht meine Aufgabe. Als Minister muss ich also da vorsichtig sein. Somit also die Impfungen, der Nutzen überwiegt, aber es ist richtig, 1 zu 10.000, das ist die Häufigkeit von schweren Nebenwirkungen. Und niemand soll alle 3 Monate geimpft werden. Gefährlich und so. Das habe ich auch immer von Anfang an gesagt. Okay. Wo die vierte Impfung aber lange zurückliegt, länger als 6 Monate, oder eine Infektion länger als 6 Monate zurückliegt, dass dort ausdrücklich auch die 5. Impfung empfohlen wird. Und also es gibt auch nicht so viel Geld damit zu machen. Mit Impfstoffen verdient man sowieso in der Regel nicht viel Geld. Also denn die Gewinne sind ja exorbitant gewesen, exorbitante Gewinne. Die Pharmafirmen werden mit Impfstoffen nicht reich. Aber es war ja nicht grundsätzlich meine Haltung. Ich hatte ja sehr, sehr häufig vorher auch schon zu den Nebenwirkungen der Impfungen Stellung genommen. Diejenigen, die hier gegen die Impfung protestieren, haben dazu keinen Beitrag geleistet und sollten eigentlich nicht hier sein. Sie haben kein Recht, hier zu sein. Wir sind diejenigen, denen wir den Erfolg verdanken. Sie haben keinen Beitrag geleistet. Ich lese sehr viele Studien und versuche, die Studien so einzuordnen, dass ich sie ohne eine, sage ich mal, verborgene Agenda darstelle.